Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Fragezeichen mit dem Marcel. Hallo. Mit der Marie. Hi. Schau lustig. Also Andi. Ja, Andi. Und Lord Game Ende. Hey ho. Hey Tristan, du kannst mal. Und Franco ist auch noch schau lustig, denn der ist im Rainbow Six Siege, wie es hier ja. Sieht. Und Marcel? Und ja. Ja. Ist dein Geburtstag nächste Woche gewesen? Also Tristan, ihr könnt ja mein Haus vorstellen. So. Heute? Also heute wird. Ja. Alles gut. Ey, ole, ole, ole. Oh, ole, ole. Ich hab's gerade gecheckt, Marcel. Alles gut. Und dann wird sogar noch ein Geburtstag. Wird sogar noch Geburtstag. Schon hast du einen Titel. Ja, ich mach's. Alles ich mach, ich sag so, ich sag, ich, in den Titel schreibe ich dann am besten Fuck this shit up. Franco, nächste Woche ist es soweit. Dann geht's in den Laden. Was? Nächstes Wochenende geht's in den Laden. Ole, 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 ole. Marcel, ole. Niemand von uns hat Nahtyp offen, also viel Glück beim Nahtyp offen kriegen. Und deine Internetleitung ist dann noch viel behinderter als unsere. Nee, muss nicht unbedingt sein. Marcel! Aber es kommt darauf an, wie weit du von deinem WLAN-Router entfernt bist. Also wie weit bist du entfernt? Der WLAN-Router ist genau unter mir. Unterm Fernseher, genau. Hey Marcel, ja gut! So, also wie ihr seht, ist hier Andis Haus. Wenn du das nicht... Ja, einiges verändert seit der letzten Aufnahme. Hat einiges verändert. Ich bin umgezogen. Ich wohne nicht mehr da drin. Der Kevin auch nicht. Der Kevin wohnt jetzt da auf dem Berg. Und ich bin in den Neta gezogen. Jawohl, wollen wir das mal zeigen? Komm mit. Ja, hier wohnt Andi, also Marie. Ja. Wie mein Freund, in diesem Holzklotz hier. Der hat halt gedacht, ich gönn mir. Heavy, was? Marie checkt gar nichts mehr. Marcel, was meinst du? Ach, du bist ja gar nichts mehr. Naja, hier ist halt die Holzfarm. Ist ja ganz schlauer. Kennt man du, ja. Marcel? Ja, bitte? Wenn Rainbow nicht bei dir geht, dann sagst du das. So. Fuck this shit, I'm out of character. So, wie ihr so, seht, ist hier da, von Marcel das kleine Haus in Nether. Hey, ich bin noch gar nicht da. Hier ist Kaktusfarm. Bestes Deutsch. Von, hier ist Kaktusfarm. Bestes Deutsch. Eine Ente. Komm mal her, Junge, hier ist eine Ente, die aussieht wie eine Spinne. Und macht das ja nicht kaputt. Stimmt, ich spreche mal so ein Ente. Quack. Auf jeden Fall. Hat sich ja einiges getan seit dem letzten Mal. Und Marcel, also wie ihr seht, ich weiß nicht, also ich weiß, dass... Ich brauche nur noch einen Schlag. Ja, kommt schon. Bei mir sind 5 Endermänner. Ja, ich will Enderperlen. Da sind noch meine 2 Enderperlen, die sind noch da. Weiß einer von euch, wie viel das Skin-Paket Kampf und Bestien kostet? Was für nicht so viel, glaube ich. 2 Euro vielleicht. Nein, gib mir auch was. Nur die Ente gib mir was. Hey, das ist mein Zeug. Also wie ihr seht, hat sich ja einiges getan. Viele Sachen haben sich verändert. Ein paar sind auch noch dazugekommen, so wie der Gigo. Sehr viele sind umgezogen. Wie ihr sehen könnt, zum Beispiel hier wohnt Gamerbrot und Johann. Weil, wie kommt man da rein? Da. Gamerbrot? Also ja, Gamerbrot wohnt ihr. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Also das ist böse. Der hat hier so ein Schweinefleischer dahin auf so ein Dings gemacht und hat darüber Edgar geschrieben. Ja, das war Kevin. So. Kevin? Ich habe hier im Meter eine Farm und ja, es funktioniert auch. Man sieht nicht mit Knochenbohrwasser vergrößert oder so. Nee, die wachsen von alleine. Die brauchen kein Wasser. Wasser mit Wasser dauert halt
geht's schneller. So, das hat länger, es funktioniert. Naja, hier was wohne ich jetzt. Was braucht kein Wasser? So, ich zeig mal kurz meine Wohnung. Leute, ist nicht so spektakulär gerade. Hä? Aber schon gut umgezogen. Ja, die greifen aus irgendeinem Grund seit neuestem an. Hab hier eine Kaktusfarm. Ja, das Problem ist, der ist bei uns in der Welt. Nope. Drei Stück. Ja, hab einen ganzen Zaubertisch, wo man auch auf Level 30 verzaubern kann, wie man sieht. Was ist in unserer Welt? Was ist in unserer Welt? Drei Zombie-Schweinzüchter. So. Ja, wo seid ihr denn? Ich töte. Eine Kuh, die völlig am Rad dreht. Man sieht, die dreht schon die ganze Zeit heute am Rad. Seit heute Morgen. Ich glaube auch. Stopp, das ist ein Danke schön, jemand. Die dreht am Rad. Naja, da habe ich halt. Okay, das kannst du reparieren. Das war du, Junge. Der ist dir gefolgt, Junge, und dann ist er explodiert. Du bist dran. Ich bin weggerannt in die andere Richtung und der ist dir gefolgt, Junge. Warte kurz. Ich hab auch ordentlich Farben. Man sieht, ich habe ordentlich Eisen gefahren. Hab jetzt eine vollständige Dia-Rüstung und noch ein paar Diamanten übrig. Zeig! Hab Witterkopf mir gegönnt, ein Stack Gold plus noch ein bisschen was verwendet. Ah nee, das habe ich verwendet. Dann habe ich das Behutsamkeit-Buch verwendet und auch meine Spitzhacke gemacht mit Effizienz 2. Hab jetzt 3 Enderperlen und warte kurz. Und hier oben ein Haufen Redstone. So, warte, damit er mir glaubt. Ey, ich bin wieder zum Tauschen da. Hier Magma-Creme und. Ja, aber der verzaubert. Ja, kann ich auch machen. Das kommt ja noch, deswegen ist sie ja eine Endertruhe noch. Die ist ja kein. Das ist ja kein OP-Ding, das habe ich mir heute erst gemacht. Ich habe ja auch noch ein bisschen Lapis gefunden. Langweilig. Ja, und zumindest habe ich eine Dia-Rüstung und du nicht. Ja gut. Ja, da kannst du nichts sagen, gell? Dann habe ich hier. Ich habe wenigstens dir. Willst du in meine andere Welt kommen? Da habe ich wenigstens Full Equip im Gegensatz zu dir. Hier. Ja, ich hab 5 Stacks Eisen. Ich bin für Tauschen da. Franco und ich haben Full Equip. Alles real. Ich spiele. Stimmt, Franco? Gegen? Stimmt, keine Franco, Ahnung. Wir haben alles real erspielt. Was Gold? Ohne Wasser. Was? Brauchst du Gold? Nein, ich brauche. Also brauche ich erst, wenn ich Äpfel. Also ich wollte nur mal so zeigen, was sich hier so alles verändert hat. Die nächste Folge wird wahrscheinlich dann am Samstag wieder kommen. Da wird wahrscheinlich dann es richtig losgehen. Vielleicht, aber wir wissen es nicht. Wir wissen, wie gut bei uns Roleplay. Und ein Goldschwert und Goldnadel. Also, Roleplay ist bei uns eher nicht so die Sache, aber wir können es ja vielleicht mal versuchen, stimmt's, Marcel? So, ich brate erstmal das Goldschwert wieder zu Gold. Gut, wir rennen aneinander vorbei. Ja, klar. Immer Gold, doch? Gold ja, immer doch? Tristan macht uns zuerst. Okay. Also Roleplay können wir also auch mal probieren, Marcel, oder? Ja, klar. Aber das letzte Mal, wo wir es mal offscreen getestet haben, ist es voll in die Hose gegangen. Also ich ja, weil irgendjemand was gekauft, was von der Bank da geklaut hat und dann ist in die Schuhe von mir geschummert. Ja, genau, und dann immer schlimmer wurde. Irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr und dann hat sich alles aufgelöst. Ja, Christian, ich würde schon Roleplay machen, aber nur mit Leuten, die auch Roleplay machen können und verstehen. Also ich kann's. Ich bin aus. Das letzte Mal, sagen wir mal, ist der Neutron, Neutron und Lukas. Ja, ausgerastet. Lukas. Der Lukas ist ausgerastet. Der Lukas ist erst recht ausgerastet. Der ist die ganze Zeit schon ausgerastet. Ja, du bist halt, nein, du warst nicht. Das, blablabli. Nein! Ja, Lukas ist voll ausgerastet. Wir haben ich halt einen gesagt, der hat ja, du auch. Weil der Lukas ausgerastet ist, der hat gesagt, wir haben er hat was geklaut. Wir haben gesagt, mir wurde in meine Kiste wurde gelegt. Ja. Dann und es gab halt Polizei und so und Neutro war jetzt nicht die beste Polizei. Die hat gesagt, ja, von mir aus kann auch irgendjemand mal was stehlen und dann
paar Minuten danach wurde von der Bank einfach mal eine Kiste oder so gestohlen, wurde bei mir reingetan in mein Zimmer und dann stand da drauf, Tristan war es und so. Ja, nee, da stand nein, da stand irgendwas drauf, Entschuldigung oder so. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist halt voll die Hose gegangen und es würde ich dann nur mit Leuten machen, die auch verstehen, was Wallplay ist. Weil das letzte Mal ist halt Lukas komplett ausgerastet, aus der Party gegangen. Also ich würde mal sagen, ich würde jetzt mal kurz aufzählen, was wir, wer noch mitmachen würde. Also wer auch dazu im, ja, Kevin, Franco, ja. Du, darf ich? Ich, Marie, wird auch mitmachen. Ente wird mitmachen. Gigo könnte vielleicht auch. Chillax auf jeden Fall. Chillax? Ja, haben wir doch gerade gesagt. Und vielleicht auch. Am Start. Gamerbrot könnten wir auch machen. Also Johann. Ja. Die würden ja. Das würde ja klappen. Nur, wir müssen uns. Halt noch das wäre das kleinste Problem. Gesagt du. Ja, sag an. Okay, also das kleinste Problem wäre ja eigentlich, uns Roleplay ein bisschen so auszudenken, worum es gehen würde. Das wäre das kleinste Problem. Nur das Problem ist daran, ob es auch funktioniert, ob nicht irgendwas jemand anderem in die Schuhe geschoben wurde, was eigentlich gar nicht stimmt. Also, ja. das verstehe ich auch manchmal einfach nicht. Ja. Oh, ich wollte an. Und das einfach geklaut wird. Ja, da ist ja noch das Behindertste dran. Man sagt noch, wir können Roleplay machen, aber nichts wird geklaut. Und wenn man es geklaut hat, dann soll man es auch zugeben. Aber nein, natürlich muss jemand was klauen. Ich meine, von mir aus, es war das kleinste Problem, dass jemand was geklaut hat. Das war halt nicht so schlimm. Dann kann es ja nachmachen. Aber dann soll er es wenigstens auch zugeben, dass er es war. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich muss. Ja. Marcel! Tristan, Marcel hat ja auch selber gesagt, wenn jetzt alle ausrasten und so, dann muss ja auch noch irgendwer zugeben, wenn das war, aber keiner hat das so gemacht. Marcel? Plus gehen da nicht. Ja. Plus, Marcel hat ja auch nur gesagt, bevor man was Roleplay gemacht hat, keine darf jetzt die Schuld dafür zu Andacht nehmen und so. Hat selber Marcel gesagt. Aber keiner wirklich für die Regel. Keiner hat sich halt dran gehalten. Das war halt das Blöde. Deswegen würde ich auch die rauslassen, die sich wirklich gar nicht an gar nichts halten. Ihr hatte das eigentlich Spaß, aber. Mir hat es auch voll Spaß gemacht. Ist mal ehrlich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber wo Lukas und alles das nur so, ja, Streit war, hatte ich echt keinen Bock mehr. Und ich habe zu Marcel gesagt, ja, nach der Aufnahme nach der Schlacht waren. Ja, also ich finde einfach scheiße, ich mache jetzt mit den Leuten, mit denen ich auch sicher gehen kann, Marcel, dass die es auch machen. Marcel ist gerade weg, Marie. Andi. Achso. Tristan, zeig mal, Marcel ist ein Haus, wo es gebaut ist. Hier hoch und dann gerade aus dem Steinweg folgen. So, Leute. Ich bedanke mich auch hiermit fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Marcel ist leider noch nicht da. Ist es da unten oder ist es dann durch den Tunnel? Ist es unten? Achso. Muss dann da rechts nach unten. Hä? Als ob das kein Wasser braucht. Ja, das geht auch einfach so nah. Es dauert halt länger, aber solange es irgendwie was bekommt. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen könntet, aber natürlich nur, wenn es euch gefällt. und über ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, haut da rein. Space Monkey Brock ist in.